Also, und der Faymann hat ihn dann gefragt, welche Maßnahmen er ergreifen will oder er vorantreiben will, dass diese Schere kleiner wird. Und da habe ich ganz einfache Maßnahmen, die schon seit 30 Jahren diskutieren. Die unteren entscheidet, mit einem Sockelbetrag zu erhöhen einmal, also die Mindestpensionen, oder es gibt ja einige, die unter der Mindestpensiongrenze sind, das sind ja vor allem so wie die Feuerwehrzahl oder und dann dieses ganze Ausgleichszulagensystem. Bei uns dürfen Menschen der Ausgleichszulagung nichts dazu verdienen, aber ich als Richter oder der Professor, die dürfen dazu verdienen. Nicht? Ich meine, das ist doch absurd. Also ich fordere eine entsprechende Anhebung der Mindestpensionen, eine viel bessere Berücksichtigung der Kindererziehung und am besten die Erhöhung mit einem entsprechenden ordentlichen Sockelbetrag, das heißt nicht mit den Prozenten. Und dann fordere ich, und das traue ich mir auch sagen, und ich glaube, das ist im Sinne von Gerechtigkeit auch so zu verstehen, es kehrt einmal ab einer gewissen Pensionshöhe, dass diese Pensionen für ein paar Jahre mal eingefroren werden. Das heißt, also ich sage jetzt einmal, ich nehme jetzt die Ziffer her, 5.000 Euro, ab 5.000 Euro kann man einmal sagen, dass man das befristet mit einmal zwei, drei Jahren, dass man sagt, da gibt es keine Erhöhung. Und dafür gebe ich denen, die wenig haben, vor allem auch den Müttern, und geschiedenen Frauen entsprechend mehr. Das muss doch möglich sein. Das ist der einfachste Weg, weil das Problem ist, bei den bestehenden Pensionen, die sind ja bescheidmäßig zuerkannt. Da kann man, ich kann mir dem, der 7.000 Euro zuerkannt hat, nach der Rechtsprechung nicht jetzt sagen, ich mache einen neuen Bescheid, weil der ist ja rechtsgültig. Aber eins kann ich schon sagen, dass ich sage, es gibt das Jahr keine Erhöhung mehr, dafür gebe ich den unten mehr. Also das habe ich dem Faymann auch gesagt, er hat mir insofern recht gegeben, dass wir das Umlagesystem für gut halten, dass das in Österreich gut ist, nur es ist versäumt worden, dass wir entsprechende menschenwürdige Mindestpensionen haben, vor allem für Frauen und Mütter und auch andere Mindestpensionenbezieher, und dass man es verabsäumt hat, eine Höchstgrenze einzuziehen. Das heißt, also das wäre, und ich sage noch einen Satz dazu, für den sozialen Frieden in einem Land ist es schon wichtig, und wir haben sehr viele Pensionisten, das ist über 1 Million ASVG und Beamten sind ein paar 100.000, da ist es wichtig, dass einfach die Erkenntnis da ist, dass der Gesetzgeber, die Parteien sich einigermaßen bemühen, da hier das ausgewogen zu gestalten. Zu dem Thema bin ich fertig. Wenn jemand 15.000 oder 11.000, das sind Spitzenpensionen, aber das sind die Pensionistenchefs in Österreich, die im Fernsehen immer auftreten, für die Pensionisten reden. Und wenn man dann vergleicht, diese Mutter, die 246 gehabt hat, und die hat sich dann scheiden lassen, weil ihr Mann ein sehr schwieriger Mensch war, und dann hat sie gekriegt 746, weil sie dann eine Ausgleichszulage dazu hat. Das ist ja nicht menschenwürdig. Das ist nicht menschenwürdig. Und 2000 hat sie noch rückwirkend, hätte sie zum Nachzahlen gehabt, da hat man gesagt, das hat man zuerst gegen einen Mann gegenverrechnen wollen, dann habe ich intervenieren müssen, dass sie vor Weihnachten nur die 2000 kriegt. So schaut das aus. Also das eine, das sage ich auch als Regionalkandidat und als Landeskandidat, egal ob das in der Obersteiermark ist oder in Oststeiermark oder auch in Wien, das ist ein österreichsweites System und das wäre für den sozialen Frieden in diesem so reichen Land, wir sind glaube ich das viertreichste Land, in der EU sowieso, weltweit auch, ganz weit vorne, wäre es angemessen und angebracht. Und das können die Parteien, die im Parlament sitzen, und auch das kann der Gesetzgeber, kann das verändern. Und als erste Sofortmaßnahme wünsche ich mir entsprechende Anhebung und Würdigung der jener Frauen, die Kinder kriegen oder Kinder gekriegt haben, Kinder aufgezogen haben, und auf der anderen Seite ein Einbremsen. Das zweite Beispiel von meinem Plakat, und das ist mir auch ein Anliegen, ich habe auch den Faymann gefragt. Ich weiß nicht, Sie wissen, ACC ist in Konkurs gegangen. Nicht? Und mich belastet, und ich habe dort vor kurzem auch wieder geredet mit einer Bekannten da, einer einfachen Mutter, die Mutterbeträge, der hat ganz groß das gehabt, dann hat sie einen Konkurs gegeben. Ich habe gesagt, ich habe schon mal vorne weggezahlt, damals nur Schillinge, 30.000 Schilling für einen Massiverlust. Entschuldigung.